Morgen! Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr 2021 lese ich aus Andachten, aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vor, die ich sehr liebe. Und heute Morgen am dritten Advent lese ich gleich aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums eine spannende Situation vor, wo uns klar wird, dass Gott mit uns ist, dass er für uns ist und dass er sich um viele Dinge und viele Aspekte seines Handelns kümmert. Maria war ja mit Josef verlobt. Jetzt war sie schwanger. Josef liebte sie, wusste nicht genau, was soll ich jetzt tun? Irgendwie, ich weiß ja, ich habe irgendwie nicht mit ihr geschlafen, aber jetzt ist sie schwanger. Was soll ich bloß machen? Vielleicht verlasse ich sie einfach still und heimlich, mache mich aus dem Staub, dann wird sie zumindest nicht irgendwie des Ehebruchs angeklagt oder so. Wollte sie also schützen. Aber das war nicht der Plan Gottes. Und deswegen noch während Josef darüber nachdachte, erschien ihm im Traum. Also von wegen Träume sind Schäume. Achte auf das, was du träumst und versuche herauszufinden, was das sein könnte. Denn manchmal mogelt sich heimlich, still und leise das Übernatürliche in unsere Träume hinein. Deswegen lohnt es sich, über seine Träume nachzudenken und die auch immer wieder mal aufzuschreiben und längere Zeit mit den einzelnen Symboliken des Traums zuzubringen. Also während Josef noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist von der heiligen Ruach installiert worden sozusagen. Und Maria soll nicht als alleinerziehende Mutter das Kind aufziehen müssen und das Kind Jesus soll auch nicht ohne Vater in dieser Welt aufwachsen. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, sagt der Engel im Traum weiter, den sollst du eben Jesus nennen. Das ist hebräisch und heißt Jesus rettet, also der Herr rettet, genauer gesagt. Rettung, Hilfe und Heil. Das bedeutet der Name Jesus. Denn, warum soll sie ihn Jesus nennen? Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Also hier noch etwas schmal geführt, die Menschen seines Volkes. Mehr hätte Josef vielleicht im Traum auch nicht verkraften können, hätte er vielleicht gedacht, oh mein Gott. Ich habe vielleicht zu schwer gegessen, ja, was soll denn dieser Traum? Jemand, der alle rettet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also erstmal, Rettung, Hilfe, Heile wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien, also von ihrer Gottesferne, von dem, was sie von ihrem eigentlichen Wesen, von ihrem eigentlichen Glück im Leben trennt. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Eine junge Frau, Schrägstrich, eine Jungfrau, Schrägstrich, eine Teenie-Mom wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus ist Gott. Das glauben wir, darauf vertrauen wir als Christen. Und er kam als Mensch zu uns. Der unbegrenzte Gott nahm die Begrenzung eines Menschen an, um auf die Erde zu kommen. Dabei kam er nicht nur zu den Menschen der damaligen Zeit, er kam eben zu allen Menschen aller Zeiten. Das heißt, er kommt heute auch zu dir am dritten Advent 2021. Gott ist mit uns, gestern, heute und morgen. Gott ist
treu. Er hält seine Zusagen und begleitet dich durch jedes Jahr deines Lebens. Lass Jesus mit dir sein, bei allem, was du tust, bei allem, was du denkst, bei allem, was du empfindest. Mach dir bewusst, Jesus ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist mit dir, ob du gerade an ihn denkst oder nicht, ob du ihn fühlst oder nicht. Du bist nicht alleine. Darum der heutige Vorschlag für den dritten Advent: Lade Jesus doch heute im Gebet ein, bei dir zu sein, und erlaube ihm, an deiner Seite zu stehen und dich zu leiten, zu dem hin, was dein Leben glücklich macht, was deine Seele satt macht, was dich erfüllt. Und damit wünsche ich dir einen gesegneten, einen erfüllten, einen glücklichen dritten Advent und freue mich schon darauf, morgen mit dir das nächste Türchen in dem literarischen Adventskalender zu öffnen. Auf dein Wohl!